Silvester-Event in Fortnite ist ja jetzt gestartet, weil die ersten Länder ja jetzt in 2024 ankommen. Zum Beispiel Neuseeland ist ja 12 Stunden oder 13 Stunden voraus. Und zur jeden vollen Stunde kommt diese Disco-Kugel jetzt raus. Sprich 13, 14, 15, 16 Uhr und so weiter. Und das tatsächlich bis tatsächlich noch zum nächsten Tag, also 24 Stunden. Aber was passiert, wenn wir mit dem Bus bzw. mit dem Charakter in diese Kugel reinfliegen? Weil wir fliegen hier richtig, richtig optimal. Dann lass uns mal da versuchen, mal reinzufliegen. Dann fliegen die Kacheln auseinander. Da seht ihr das ganze Feuerwerk. Ich versuche da mal jetzt durchzufliegen. Ich fliege die ganze Zeit rückwärts. Aber ich bin tatsächlich gegen eine Mauer gestoßen. So, jetzt bin ich durchgekommen. Schade. Ne, da war sowas wie eine unsichtbare Mauer, wo man gegen geflogen ist und konnte leider nicht so ganz durch die Kugel fliegen. Und da seht ihr es, 2024. Bin mal gespannt, was Fortnite auf jeden Fall im nächsten Jahr so parat hält und vielleicht neue Sachen reinbringt und wie sich das Ganze entwickelt. Ich glaube, das Potenzial ist da. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Rutsch.